Ich wurde gebeten, ein gutes Beispiel für einen systematischen Literaturreview zu zeigen, und zwar in Bezug auf die Anwendung der Prisma Guidelines. Bei den Prisma Guidelines geht es um das Reporting, also was wurde gemacht, wie wurde diese Literaturrecherche durchgeführt, und zwar so, dass sie reproduzierbar ist. Ich habe euch hier die verwendeten Referenzen aufgeführt, falls ihr das nachlesen möchtet. Das erste ist das ursprüngliche Prisma Statement von 2009. Das zweite ist das Update von 2020. Das dritte ist die Website, wo man sowohl die Checkliste wie auch das Flussdiagramm herunterladen kann. Und das vierte ist der Literaturreview, den ich als Beispiel gewählt habe. Wir gehen nun Punkt für Punkt dieser Checkliste durch und schauen, wie das in dem Artikel umgesetzt wurde. Zum Artikel selbst gibt es übrigens auch eine Checkliste, die man herunterladen kann und schauen kann, wie die Autoren dort beschrieben haben, was sie gemacht haben oder was nicht oder warum nicht. Und zwar geht das hier auch kapitelweise, also es beginnt mit dem Titel. Der erste Punkt bezieht sich auf den Titel. Hier soll man festhalten, dass es sich um einen Systematic Review handelt. Und so ist der Titel dieses Papers, Viszerale Leishmaniose in Schwangerschaft und vertikale Transmission, eine systematische Literaturübersicht. Jetzt geht es weiter zum Abstract. Das soll eine strukturierte Zusammenfassung darstellen. Das ist ja meistens auch vom Journal vorgegeben. Also hier haben wir das Abstract mit Hintergrund, Methoden, Resultaten und Schlussfolgerungen. Dann kommen wir zur Einleitung. In der Einleitung geht es darum, zu zeigen, was auf dem Gebiet bereits bekannt ist, also den Kontext darzustellen und dann die Begründung, warum man nun diesen Literaturreview durchführt. Die Einleitung dieses Papers ist recht ausführlich, enthält sogar schon eine Tabelle mit Behandlungsmöglichkeiten. Das lohnt sich vielleicht, das mal nachzuschauen. Als viertes soll man die Ziele des Literaturreviews angeben. Also welche Fragestellungen werden untersucht in Bezug auf Teilnehmende oder Patienten, Interventionen, Vergleichsgruppen, Outcomes und Studiendesigns. Wir lesen hier, dass der letzte Literaturreview zur viszeralen Leishmaniose in schwangeren Frauen Mitte der 2000er Jahre durchgeführt wurde, dass es also Zeit ist für ein Update und dass man in diesem Literaturreview versucht, sämtliche publizierte Literatur aufzufinden, in welcher Fälle von viszerale Leishmaniose in der Schwangerschaft gefunden wurden. Spezifisch geht es um eine Risikonutzenanalyse der Therapien bei schwangeren Frauen und darum herauszufinden, wie viele Fälle von vertikaler Transmission es gab. Dann kommen wir zum Methodenteil, Protokoll und Registrierung. Hier soll man beschreiben, ob es ein Protokoll gibt, wo man es erhält und falls es registriert ist, welches die Registrierungsnummer ist. Ihr habt vielleicht mitbekommen, in einem kürzlich erschienenen Video haben wir uns darüber unterhalten, dass es früher vielleicht eher akzeptabel war, wenn ein Review mal nicht registriert wurde, aber dass wir heute unbedingt empfehlen würden, es vorgängig zu registrieren. Also wir lesen hier, dieser Review wurde nicht registriert. Das Protokoll, in welchen Suchstrategie und Ein- und Ausschlusskriterien für Screening beschrieben wurden, ist erhältlich im Zusatzmaterial. Also in diesem Text ist alles, was mit S beschrieben wurde, Supplementary Material. Dann Punkt 6, auch in den Methoden. Was sind die Ein- und Ausschlusskriterien? Die Ein- und Ausschlusskriterien wurden hier auch im Zusatzmaterial beschrieben, anhand einer Tabelle. Welche Informationsquellen wurden verwendet? Man soll alle Quellen beschreiben, also die Datenbanken. Hat man vielleicht noch Studienautoren kontaktiert? Und wann wurde zum letzten Mal in diesen Datenbanken gesucht? Also was war das letzte Suchdatum? Hier lesen wir in den Methoden, dass die Suche am 26. März 2020 stattfand und dass folgende Datenbanken durchsucht wurden: Medline, Embase, Cochrane und so weiter. Aber nicht nur die Datenbank, sondern auch noch die Plattform, also Medline auf der Plattform Ovid, Embase auf Ovid und so weiter. Punkt 8, die Suche. Hier soll man für wenigstens eine Datenbank die komplette Suchstrategie inklusive irgendwelcher Filter angeben, so dass sie wiederholt werden könnte. In der Checkliste 2020 wird nun verlangt, dass die Suchstrategien für alle Datenbanken angegeben werden. Falls ein Journal das nicht möchte, dass man so viel zusätzliches Online-Material zur Verfügung stellt, ist es natürlich auch immer möglich, auf zum Beispiel einem institutseigenen Repositorium diese Zusatzmaterialien zu hinterlegen und dann darauf zu verweisen. Das ist nun ein Ausschnitt des Online-Zusatzmaterials. Hier ist die Suchstrategie für eine erste Datenbank und die weiteren sind dabei ebenso in diesem Dokument enthalten. Dann soll man beschreiben, wie die Studien ausgewählt wurden, wie hat das Screening stattgefunden, was waren Ein- und Ausschlusskriterien und so weiter. Wir lesen hier, dass das Screening in zwei Stufen stattfand. Zuerst wurden Titel und Abstract gescreent
Und dann von den Artikeln, die allenfalls in Frage kamen, dann noch der Volltext. Die Ein- und Ausschlusskriterien sind in Zusatzmaterial S2 im Text enthalten. Das Vorgehen hier war so, dass ein Reviewer, also ein Co-Autor dieser Publikation, die Artikel gescreent hat. Und wenn er sich nicht sicher war, ob ein Artikel den Einschlusskriterien entsprach, dann hat er noch einen zweiten Co-Autoren hinzugezogen. Prozess der Datensammlung. Hier wird beschrieben, wie die Daten extrahiert wurden aus den eingeschlossenen Artikeln. Gab es zum Beispiel ein Formular, welches vorgängig getestet wurde? Wurde das unabhängig gemacht von zwei Mitarbeitern etc.? Hier lesen wir, dass ein erster Reviewer alle Daten aus den eingeschlossenen Artikeln extrahiert hat und dass dies durch einen zweiten Reviewer bestätigt wurde. Also es waren nicht zwei Personen, die das unabhängig gemacht haben, sondern erst eine Person hat es gemacht und die zweite hat es dann kontrolliert sozusagen. Punkt 11, die Daten. Welche Variablen wurden denn überhaupt berücksichtigt? Also hier soll man aufführen und definieren, welche Daten man dann extrahiert hat. Also hier unter dem Titel Datenextraktion wird beschrieben, welche Daten dann zusammengetragen wurden, Studientitel, Publikationsjahr und so weiter, das Alter der schwangeren Frau, wie weit sie war in der Schwangerschaft, welche Medikamente in welcher Dosierung verabreicht wurden und so weiter. Als nächstes soll man beschreiben, wie der Risk of Bias der einzelnen Studien eingeschätzt wurde. Hier wurde also eine Checkliste verwendet und angepasst. Und die Resultate für die einzelnen Studien, die werden in der Tabelle S1 dargestellt. In Punkt 13 und 14 geht es darum, wie die Ergebnisse aus den einzelnen Studien zusammengerechnet wurden. Da in diesem Artikel die meisten eingeschlossenen Studien entweder Fallberichte oder Fallserien waren, hat man sich hier darauf beschränkt, deskriptive Statistiken zu zeigen und keine Meta-Analyse oder weitergehende Analysen durchzuführen. In Punkt 15 und 16 geht es darum, den Risk of Bias über die gesamten Studien aufzuzeigen und zusätzliche Analysen zu beschreiben. Hier sehen wir nun einen Ausschnitt aus der Checkliste, so wie sie die Autoren beim Journal eingereicht haben. Und hier wird beschrieben, dass das beides nicht durchgeführt wurde. Also Risk of Bias nur für einzelne Studien, nicht über alle Studien und keine zusätzlichen Analysen. Kommen wir zu den Resultaten. Im Resultatteil werden dann die Ergebnisse berichtet von allem, was man eigentlich im Methodenteil beschrieben hat, was man machen will. Also hier zeigt man also die Studienauswahl, wie viele Studien hat man gescreent nach Ein- und Ausschlusskriterien, wie viele wurden dann in Review aufgenommen, welche wurden nicht aufgenommen, warum nicht, bevorzugt mit einem Flussdiagramm. In der Publikation ist das dann einmal im Text beschrieben, also wie viele Referenzen hat man durch die Suche gefunden, wie viele blieben übrig nach Entfernung der Duplikate, wie viele hat man gescreent und so weiter. Und andererseits ist es auch noch in dem Flussdiagramm dargestellt. Und hier sieht man auch die Begründung, warum Publikationen ausgeschlossen wurden. Dann hat man ja aus jeder einzelnen Studie Daten extrahiert und die zeigt man nun normalerweise auch in Form einer Tabelle. Und so sieht das dann im Artikel aus. Dann die Beschreibung des Risk of Bias in den einzelnen Studien. Das ist hier einerseits wiederum als Text dargestellt und andererseits auch als Tabelle im Online-Zusatzmaterial. Dann die Resultate der einzelnen Studien, eine Zusammenfassung nach Interventionsgruppe, das ist hier ja auch nicht möglich, Schätzungen, Konfidenzintervalle und eine Zusammenfassung der Resultate. Und das ist bei diesem Studiendesign oder bei diesem Review nicht anwendbar. Dann Risk of Bias über die gesamten Studien und die zusätzlichen Analysen. Da wurde ja schon im Methodenteil beschrieben, dass das nicht gemacht wurde. Also, dass der Risk of Bias nur für die einzelnen Studien dargestellt werden konnten. Das ist auch im Zusatzmaterial als Excel-Tabelle. Das war nun das Ende der Darstellung der Resultate. Kommen wir zur Diskussion. Hier soll man nochmal die wichtigsten Resultate zusammenfassen und diskutieren, wie stark die Evidenz für diese Outcomes ist. Und hier sieht man nun im Text in der Diskussion nochmal die Zusammenfassung der Ergebnisse. Als nächstes ist eine Diskussion der Limitationen dieser Arbeit gefragt. Also zum Beispiel die geringe Anzahl der Fälle, die überhaupt berichtet wurde, eine geografische Ungleichheit der verwendeten Behandlungen und so weiter. Dann kommen wir zu den Schlussfolgerungen, eine Interpretation der Resultate im Vergleich mit anderer Evidenz aus anderen Artikeln. Das ist normalerweise der letzte kleine Abschnitt am Schluss des Textes.
Als letztes soll man noch beschreiben, wie dieser Review, wie diese Arbeit finanziert wurde und welche Rolle der Geldgeber gespielt hat. Also hier sehen wir, das wurde durch eine Stiftung finanziert und die hatte keine Rolle im Design oder Analyse der Forschung oder auch in der Entscheidung, ob diese Arbeit, dieser Review nun publiziert werden darf oder nicht. Ich hoffe, dieses Durchgehen Punkt für Punkt durch die Prisma-Checkliste hat euch ein wenig weitergeholfen oder macht den Prozess etwas klarer. Falls noch Fragen sind, schreibt sie mir doch einfach unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.